Okay. Ich glaube, das war jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber ich glaube, wir haben ein bisschen viele Feinde. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Guild Wars 1. Aber im letzten Mal hat es uns nach der Mission von den Ruinen von Surmia zur Nolani-Akademie verschlagen. Sind wir über ein Portal hergekommen, nachdem die Chars uns fast geschnappt hätten. Und ich bin jetzt aber mal hier zum Pikenplatz zurück in Richtung Bresche rausgegangen, weil wir wollen da noch so ein bisschen die Quests hier erledigen. Und zumindest Hammer und Amboss ist hier ja noch gut in der Nähe. Deswegen machen wir erstmal Hammer und Amboss. Kann ja nicht so verkehrt sein. Und deswegen, ja, nehmen wir uns jetzt diese Quest hier mal an. Also, ne? Was sag mal? Wunderkerze. Ja, was machen diese Wunderkerzen? Ja, ich sehe die ständig. Das sind doch nur reine Fantinger, oder nicht? Ich höre, sammle es mal auf. Was soll's? Die werden das schon machen. Hier, Wunderkerze. Yay! Und noch eine. Komm, gib mir noch eine. Einen Diener. So, so. Gut. Märtyrer, die sind immer ein bisschen fies, weil die heilen. Deswegen weg mit den Märtyrern. Ach komm schon. Sehr schön. Es wird doch, es wird doch. Das funktioniert doch alles richtig gut. Es funktioniert doch alles noch richtig gut. So, okay. Ich muss mal wieder gucken, was wir so für Skills haben und vielleicht einen anderen Bild mal ausprobieren. Weil momentan und ohne Heilfähigkeiten ist der Minion Master halt ein bisschen. Zumal wir auch nur Knochenschrecks gerade haben. Und zu einem richtigen Minion Master gehören dann eigentlich noch auch andere Viecher mit dazu. Aber das ist tatsächlich was, was ich beim Dingens immer ganz witzig finde, beim Necro. Ja. Das deswegen gerne nutze, aber hier geht mir gerade ein bisschen zu sehr die Post ab, muss ich sagen. Das finde ich gerade nicht gut. Das finde ich gerade nicht gut, was hier abläuft. Sind ein bisschen viele Viecher da. Ein bisschen arg viele. Und mit Viecher meine ich Chars. Aber na gut. Kriegt man hin. So, Schattenschlag und der dürft ordentlich reinziehen. Jawoll. Was macht eigentlich mein Kämpfer hier? So, jetzt hier, hau weg das Ding. Haus. Oh. Ja gut, dann nehmen wir halt den Pirscher. Oh, Level Up. Sehr schön. So gefällt mir das. Attributpunkte ausgeben. Aber wir haben die Blutmagie so schön hoch. So, warum nicht? Können sie ja in der Stadt wieder wechseln. Also, so viel können wir jetzt nicht verkehrt machen, außer sie nicht zu vergeben. Das wäre wohl verkehrt gewesen. Honigwabe. Gibt es einfach mal einen ordentlichen Moralschub? Ist ja auch recht cool. Askalon-Miliz. Einfach mal ein toter Askalon-Miliz, okay. Da sollen wir, glaube ich, auch hin. Die Frage ist nur, wie komme ich da hin? Komme ich hier hinten runter? Geht das? Pikenplatz. Es sieht zumindest so aus.
Es würde hier ein Weg nach unten führen. Probieren wir es aus. Probieren wir es aus. Noch ein Askelon-Milit. Ah, Grim. Ja, hier sind wir richtig. Hier sind wir ganz richtig. Okay. Okay. Ich glaube, das war jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber... Ich glaube, wir haben ein bisschen viele Feinde. Also so dezent habe ich so das Gefühl, dass das ein bisschen viele sein könnten. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen. In der Hinsicht täusche ich mich dann gerne. Wir werden sehen. Also momentan klappt es ja noch recht gut. Okay, momentan klappt es echt noch gut, ja. So schön. Geist der günstigen Winde. Nee, den Scharfzahn, den sollst du dir vornehmen. So schön. Na also, hat doch geklappt. Geburtstagskuchen. Ja, meinetwegen. So, den können wir jetzt zurückgeben. Theoretisch, ja. Aber praktisch will ich mal noch gucken. Askeln Städte. Haben wir hier noch was? Vor der Stadt Askelon und sagt, dass Grum sie liebt. Ja, das können wir natürlich theoretisch auch nochmal noch ausprobieren hier. In Alt-Askelon. Und ja. Warum nicht? Hier haben wir nochmal eine Quest oder wie? Gibt's sogar hier nochmal neue Skills. Das nehmen wir ja gleich mal an. Ich habe eine Aufgabe, die euren Fertigkeiten entgegenkommen wird. Ein ehemals angesehenes Mitglied unseres Ordens hat sich gegen Askelon gewendet. Oberan, der Verschmähte, macht seinem Namen alle Ehre, indem er hier in den Ruinen von Askelon sein eigenes Königreich der Toten schafft. Er ist zwar verschlagen, aber auch jähzornig und kann deshalb sehr leicht aufgestachelt werden. Ich möchte, dass ihr nach Osten geht, seine Dino findet und tötet. 6 sollten genug sein, um zu ihm wütend zu machen. Traut ihr euch das zu? Ja, klaro. Tod in den Ruinen. Wie viele wir hier noch haben. Munne. Leben abzapfen. Heimtückische Parasit. Tödlicher Schweiger. Ja, krass. Ich nehm heran. Ja, klar. Hier. Ich lese dies jetzt nicht jedes Mal alles vor. Da kommen wir sonst nie zu Potte. Da kommen wir sonst nie zu Potte, Leute. Ich lasse es ein bisschen offen. Wer es sehen will, kann das gerne hier sich angucken. Aber ich muss jetzt einfach mal diesen Schluss fassen, dass ich sie nicht mehr alle vorlesen werde. Sonst kommen wir hier nicht zu Potte. Nee, das geht nicht. Feuer im Norden, ja. Ja, das geht rüber. Das auch. Hier haben wir doch was. Das gestohlene Artefakt. Ach, die Munne. Die rennt jetzt schon voran. Ja, was sag mal. Wart's halt ab. Was soll das denn? Ach, heilige Reliquie, okay. Ja gut, das nehmen wir natürlich mit, ja. So. Eine Prunkhalskette, okay, cool. Warum haben Sie diese Reliquie nicht zum bringt diese Reliquie nicht zum Sanatorium zurück? Ich darf nicht schwer heben. Ach so, okay. Folgt mir, Nekromant. Ja, mache ich doch. Ja, dann bringen wir schön die Reliquie ins Kloster, dann kriegt man schön Gold hier dafür. So war das doch. Das sollte weit genug sein. Bringt mir die Reliquie
Ich werde dafür sorgen, dass sie in ihren angestammten Platz im Sanatorium zurückgebracht wird. Ja, hier, bitteschön. Annehmen. Danke. 5 Sekunden entzieht jedes Mal 15 Lebenspunkte, wenn ein Angriff des Gegners trifft. Das ist auch nicht schlecht, ja. Aber wir haben doch hier noch andere. Die geht nach unten weg. Kafsa, Dings da, bla. Dilemma, es geht zum Regental. Ja, bringt meine Frau Nachschub. Okay. Ja, das machen wir. Machen wir. Es wäre doch gelacht. Aber das können wir lieber von Ascalon aus machen. Weil da müssen wir uns jetzt nicht durch die ganzen Gegner durchkämpfen. Ich glaube, das ist ein bisschen sinnvoller, um der Frau Nachschub zu bringen. Kaufmannsgasse. Ja, das haben wir schon gemerkt. Das haben wir schon gemerkt. Geburtstagskuchen. Jehe, sieht eher aus wie ein Muffin. Okay, egal. Genug gemuffint. Wir sollen Nachschub bringen. Das machen wir jetzt auch. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. Da ist sie ja. Ach ja, stimmt ja. Hier waren ja die Tutorial. Dahinter ihr waren doch diese Feiertagsdinger und Feiertagshüte und Kostümtypis hier. Ihr habt Korn gesehen? Oh, ich bin so froh, das zu hören. In letzter Zeit habe ich dauernd Angst, dass er tot ist. Ich weiß, das klingt furchtbar, aber ich habe seit mehr als 3 Monaten nichts von ihm gehört. Ich weiß, dass es dort draußen hart ist. Wenn er aber am Leben ist, gibt es Hoffnung. Vielen, vielen Dank. Ja, bitteschön. Plünderer in Alt-Askalon. Das klingt auch so, als wäre es noch hier. Ja, aber natürlich wieder auf der anderen Seite. Eieiei. Natürlich. Das hat jetzt ein bisschen gebraucht, okay. Aber was soll's. Okay, gut. Dann lass mal machen. Lass mal machen. Zack. So, Alt-Askalon. Let's go. Die Plünderer, das ist doch, glaube ich, auch das, wo ich vorher von gelesen habe noch, dass wir 6 Leute erledigen sollen, weil der jähzornig ist oder so. Thaddäus oder was ist das für einer? Ulidot. Ja. Der Ulidot hier, der heilt natürlich ordentlich, aber was soll's. Von so vielen Leuten sollte er nicht geheilt bekommen. Tadil. Das sieht sehr vielversprechend aus. Gut gemacht. Ja, hi. Lindorand Alt-Askalon. Ich weiß nicht, was ich euch sagen soll, außer dass ich keine Ahnung habe, was nicht legal ist. Was macht ihr hier? Könnt euch das Gleiche fragen. Es reicht genug, ihr ist verschwindet. Lasst mich in Ruhe, ich habe nichts angestellt. Ja, okay. Wie wär's? Ich habe Befehle, die Gegend von Plünderern zu säubern. Viel Glück dabei. Vielleicht bleibe ich und helfe euch dabei. Gibt es eine Belohnung dafür? Nur wenn ihr euch nützlich macht. Ich sehe schon, das hat keine Zukunft. Ich kann hier nicht den ganzen Tag herumstehen und mich mit euch unterhalten. Ich muss schließlich meine Brötchen verdienen, um zu überleben. Kehrt für eure Belohnung zurück zu Kriegsmeister Tidus, okay? Das war das doch nochmal was anderes. Schwierige Zeiten. Ruin von Ashford, okay. Das können wir noch ausprobieren. Oh, das ist ein dicker. Namenhafter. Ein namenhafter. Haha, ein namenhafter.
Aber anderen Bild zusammenschustern, das gucke ich mir dann offline an. Ach komm schon. Zack, und dann den hier. Der geht wieder so arg auf die Heilerin. Was soll das denn? Das soll der ruhig lassen. Hallo? Hier, den Uli dort. Schnappt euch den Uli dort. Dort den Uli dort. Na also, und jetzt den hier. Und zu guter Letzt der namenhafte. So. Dann wäre das auch erledigt. Sehr schön. Der tollt so schön alleine rum, den schnappen wir uns auch mal noch. Gold, juhu! Punkhalskette, yay! Okay, ist das hier unten was in dieser einen Höhle, wo wir mal reingelaufen sind im Tutorial, oder was hat sie jetzt denn auf sich damit? Noch ein namhafter. Was zum Geier geht denn jetzt ab? Wie supporten die sich jetzt alle? Was geht denn ab? Also, an meinem Codierung und so liegt's nicht. Also, ich habe 0,0% ausgelassene Frames durch Renderverzögerung und 0,1 durch Codierungsverzögerung. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Wieso fangen die es so an, sich zu porten? Es ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Ich habe auch noch über 500 GB freien Speicher, also. Ich habe eigentlich noch genügend verfügbar. Hä? Wieso? Portet das jetzt alles so komisch? Hallo? Das ist doch nicht normal. Ich muss nach dem Part hier unbedingt mal das Spiel neu starten. Ach, jetzt geht's oder wieder. Wenn ich klicke, geht's jetzt einigermaßen. Ah, ne, die porten sich immer noch. Okay, vergesst es. Hier. Den hier müssen wir uns vornehmen. Vorknöpfen müssen wir uns den. Findet und bergt den Moorstein in der Höhle. Nicht weit von. Okay, machen wir. 32 Gold ist aber geil. Das will ich mitnehmen. So, Moosstein. Erhalten. Ah, ich musste nicht tragen. Das ist cool. Aber jetzt kann ich wieder normal laufen und die laufen auch wieder normal. Was geht denn ab? Das ist doch verrückt. Das ist doch verrückt. Kann mir jetzt mal bitte jemand erklären, woran das jetzt gelegen hat? Jetzt scheint wieder alles normal zu sein. Hier, Vasa. Ja, vielen Dank für eure Hilfe. Vielen Bit. Karlsturm, später, später. Ach, der hat noch was für uns. Ein Heilmittel für Ralena. Okay, cool. Machen wir gerne. Was haben wir sonst noch abgeschlossen? Zu Herzog Baradin. Ja, komm. Das machen wir jetzt. Also schließen wir noch schnell ab. Die Questen. Dann soll es das für den Part erstmal gewesen sein. Die Truhe hat sich wieder so herrlich gedreht. Sehr schön. Bitteschön. Und was haben wir hier? Sir Tydos. Ascalon. Dem können wir auch noch was verzapfen. Oh, ein Spieler. Hin und wieder sieht man ja doch mal welche. Okay, Sir Tydos. Wo haben wir ihn denn? Den ollen Tydos. Komm schon. Tydos, zeig dich. Er zeigt sich nicht. Da, Kriegsmeister Tydos. Okay. Also doch er.
Gut, ob jetzt die andere Route schneller gewesen wäre, wahrscheinlich ein bisschen. Egal. Hallo Tydus. Bitteschön, Dankeschön. Was ist denn das für ein lästiges Artefakt? Ja, nehmen wir mal mit, ich kümmere mich drum. Irgendwie werde ich mich schon drum kümmern, ja. Gut, aber wie gesagt, dann soll es das für diesen Part erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann natürlich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Guild Wars 1. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.